Okay, liebe Leute, es geht weiter mit 4.2 Project Origin. Wir haben eine Mitfahrgelegenheit bekommen. Hinein geht's. Treffpunkt Ecke 4. haben wir wo ist Griffin? Erreicht. Lass uns einfach hier raus, Sergeant. Mist. Das war wohl eindeutig. Lieutenant, was zum Henker geschieht hier? Keinen blassen Schimmer, aber wir sind mittendrin. Und ich erst. Ich habe nämlich noch zusätzlich Visionen. Alma hat Sergeant Griffin getötet. Sie konnten sie nicht daran hindern. Nun versuchen sie zusammen mit den überlebenden Teammitgliedern zur Wade-Grundschule zu gelangen und Colonel Vanex Leute daran zu hindern, Snakefist und Genevieve Aristide zu erreichen. Und was ist da draußen passiert, Lieutenant? Ich habe sie noch nie so erlebt. Sie tötete Griffin. Wer? Alma. Sind Sie sicher? Ich bin mir über gar nichts mehr sicher. Sich mit angepissten toten Mädchen rumschlagen, hatte ich mir nicht vorgestellt. Dann suchen wir doch diesen Snakefist. Was ist das überhaupt für ein Name? Snakefist? Wir sollten uns hier aufteilen. Keegan, die Wunde? Sind Sie sicher, dass Sie fit sind? Ich werd's durchstehen, Lieutenant. Gut, also das hier ist Aufklärung. Fangen Sie keine Kämpfe an. Beckett geht mit mir. Keegan! Dein Einsatz, Kumpel! Wir sehen uns später. Sieh zu, dass du Denkbar. Auf dich aufpasst. Aufklärung. Keine Sorge, Hattie. Ich bin nicht schief. So sieht er aus. Oh, Vision. Vision. Oh. Das sieht nicht gut aus. Ah. Also Beckett, die letzte Vision ist eingetreten. Abschnitt 5. Provokation. P-Rent Teacher. Confri nun Dismissal through a no school mundia. Da fehlen wohl Letter. Alter, guckt euch mal den Himmel an, Alter. Hier. Das ist krass. Einfach nur krass. Wow. Richtig heftig. Schrautflinte raus. Abgeschlossen. Abgeschlossen, beziehungsweise verriegelt. Da geht's nicht rein. Auch nicht. Irgendwie sind alle Gläser hier panzersicher. Tja. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt in die Schule rein? Wade Elementary School. Hier geht's nicht rein. Vielleicht auf der Seite? Hier sieht's aber auch sehr, sehr schlecht aus. Also, es ist hier schon alles abgeschottet. Also, wir müssen da irgendwie da hinten weiterkommen. Ich weiß gerade nur nicht... Was war das? Sie geht nicht auf. Auf diesem Weg kommen wir nicht rein. Ach. Du Schlaufuchs. Es muss aber einen Weg geben. Ah! Das ist mir vorhin nicht aufgefallen. Keegan, wir sind unterwegs in die Schule. Verstanden, Lieutenant. Ich nähere mich von Süden aus an. Gut, wach bleiben. Wo ist sie? Da. Oh, wie niedlich. Wir haben es jetzt übrigens gerade genau 3 Uhr, aber die Uhr ist stehen geblieben. Wahrscheinlich nach der Atomexplosion. Rotkehlchen, Marienkäfer, Hinweis. Vielleicht Leseübungen oder so. Ja, möglich. Hinweis. Sehr geehrte Mrs. Preston, sehr geehrter Mr. Preston, wir sind besorgt über die Fehlzeiten Ihres Sohnes Max und seinen Fortschritt im Unterricht. Max hat in den letzten 2 Wochen mehrmals gefehlt. Und wenn er in die Schule gekommen ist, nimmt er nicht im erforderlichen Maß an den Unterrichtsaktivitäten teil. Besondere Probleme sind Weigerung, zu den vorgeschriebenen Zeiten am obligatorischen Mittagsschlaf teilzunehmen, Weigerung, das Pausenfrühstück mit der Klasse einzunehmen,
Weigerung, in den Kunst- und Handarbeitsstunden kreativ zu sein. Unangemessenes Verhalten, wie zum Beispiel der Versuch, die Röcke der Mädchen anzuheben und in der Cafeteria zu urinieren. Der Direktor würde gerne ein Treffen mit Ihnen ansetzen, an dem auch der Schulberater teilnehmen sollte, um Möglichkeiten zu erörtern, mit denen Max zu einem angemesseneren Verhalten ermutigt werden kann. Wir bitten um eine Antwort. Bis Montagnachmittag. Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen, Mrs. Janice A. Potts, Verwaltungsleiterin Anwesenheit und Archiv Wade Grundschule, ein schöner Ort für Kinder. Also Leute, es ging da tatsächlich um ein Kind und nicht um einen Erwachsenen oder einen anderen Rüpel. Oh Mann. Das Ding ist gesperrt. Kann mir mal einer sagen, wie es jetzt hier weitergeht? Ach so, hier. Ah. Oh, los, schieb. Okay. Stokes bleibt dicht hinter mir. Mein Funk spinnt gerade. Alma. Ja, weiter. Aha. Alter. Stokes ist nicht mehr hinter mir. Stokes ist weg. Nee, da ist sie ja. Boah, mach mir doch keine Angst, Mädchen. Diese Geister sind echt mies. Ist alles zusammengebrochen. Ob der Schaden hier von einer Explosion oder einer Schießerei stammt? Wahrscheinlich beides. Ja, ist anzunehmen, aber ich denke, nur eine Schießerei kann nicht die Decken zum Einstürzen bringen. Okay, gehen wir mal hoch. Wow, 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 wow. Armacam, hier sind wir richtig. Ach so. Ja, dem Guten fehlt ein Kopf. Abgeschlossen. Wow, wow. What the fuck, what the fuck, what the fuck? Oh mein Gott, das war gerade pure Panik bei mir. Irgendwie reagiert die gar nicht. Ich muss mal meinen Ton leiser machen. Es ist bei mir immer laut wie so ein Donner. Aber jetzt höre ich gerade gar nichts mehr. Oh Gott. Versperrt. Da möchte jemand keinen Besuch. Was ist das zum Hölle? Ich sehe hier nichts. Warum habe ich denn keine Lampe, ey? Hinweis, vertraulich. ATCU, Missionsstatus. Erstens, Wohnsitz Genevieve Aristide, Präsidentin ATC. A. Aufzeichnungen und Computer säubern, unvollständig. B. G. Aristide festnehmen oder eliminieren, unvollständig. Medizinische Einrichtung Habinger und äußerer Ring des Testgebiets. A. Aufzeichnungen, Proben, Ausrüstung und Personal säubern, vollständig. B. Replikasoldaten und Habinger Testobjekte töten, vollständig. C. Habinger Kandidaten eliminieren, unvollständig. D. Anlagen zerstören, vollständig. Drittens, Raid-Grundschule und Paragon-Anlage. A. Aufzeichnungen, Blutproben und Schüler und Personal säubern, in Arbeit. B. Anlagen zerstören, in Arbeit. Sternchen, Schüler und Personal scheinen bei der Explosion der Kammer verschwunden zu sein. Also es ist hier einfach nur stockdunkel und ich sehe hier gar nichts. Ich sehe nicht mehr als ihr, Leute. Okay. Ich muss wirklich schießen, um Licht zu machen. Geht's hier irgendwie weiter? Auch nicht. Also zurück. Hier. Auch abgeschlossen.
Study Lab Sign-Ups Sheet. Tja, ich kann ja nicht wieder runtergehen. Der Feueralarm funktioniert nicht. Ach Mensch, ey. Was war das? Ach so. Ja, kann ich auch nicht öffnen. Ja, erzählt mir doch einer bitte, wie es hier weitergeht. Ich sehe hier nichts, Leute. Ich sehe hier nichts. Ab und zu mal von den Blitzen. Hier, das sieht aus wie Türen, aber das sind keine Türen, das sind Zettel. Und das da oben ist versperrt. Ja, ich weiß nicht. Guck mal, ich sehe, ich kann jetzt nicht mehr, ich finde jetzt kaum noch zurück. So dunkel ist das hier. Das ist echt fürchterlich. Wartet mal. Kann ich vielleicht hier irgendwas mit der Gamma-Einstellung? Helligkeit. Aha. Wartet mal, haben wir nicht auch sogar ein Nachtsichtgerät? Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier mal ein bisschen mehr. Und hier ist alles versperrt. Optionen. Interaktion. Wir haben kein Nachtsichtgerät. Jedenfalls nicht, dass ich sehen würde. Ja, ansehen. Nee. Nix, Leute. Kein Nachtsichtgerät. Also ich kann die Helligkeit auch wieder ein bisschen dunkler machen. Also hier geht's jedenfalls nicht weiter. Leute. Hier geht es nicht weiter. Heißt, wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Vielleicht einfach wieder echt runter. Hier waren wir noch nicht, ne? Nein. Sieh mal einer an. Hier ist aber auch wieder dunkel. Den hier hat's auch erwischt. Was macht die denn? Die soll nicht so schnell vorrennen. Hinweis. Ach du Scheiße, guck dich das mal an. Warum ist das hier so hell? Ich höre die ganze Zeit Geräusche, die ich nicht hören möchte. Eine Liste von Anwesenden. Alle Schüler, die mehr als 2 Tage in einer Woche fehlen, müssen sich direkt nach Wiederankunft in Sanitätsraum melden, um sich die versäumten Dosen an Zusatzstoffen verabreichen zu lassen. Ach, die werden hier tatsächlich unter Drogen gesetzt schon, wie es mir wie es mir scheint hier. Ach, krass. Komm schon, weiter! Ja, ist ja gut, Mädchen. Mach mal keine Panik. Oh, Mist! Fledermäuse. Die geht vor, das ist kein gutes Zeichen. Ich wette, die überlebt den Tag nicht. Munition, Sturmgewehr ist schon mal gut. Was ist das hier? Eine Karte. Ich kann jetzt nicht sagen, ob eine Weltkarte oder... Nee, das sind die Vereinigten Staaten. Pass bloß auf, Beckett. Alter. Oh oh. Es geht wieder los. Alter, Alter. Boah. Diese Frau, ne? Die ist so übermütig. Und die geht die ganze Zeit vor.
Cool Days. Glen Panda. Favorite Food? Bamboo. Go Wildcats. Wildcat Pride. Alter. Was zur Hölle? Ich würde mal sagen, das sind wieder Visionen. Ei. Ist sie noch hinter mir? Beckett, hörst du mich? Ja, jetzt Stokes. Ich weiß nicht, was eben passiert ist. Ich muss kurz weg gewesen sein. Als ich aufsah, warst du weg. Ah. Ich schwöre, eben war hier noch eine Tür. Ich werde zurückgehen und einen Weg hineinsuchen. Tja, und ich bin jetzt hier ganz alleine. Das ist der passende Moment, um hier zu pausieren. Wir hören uns beim nächsten Part wieder und ich kriege jetzt schon Albträume, wenn ich nur daran denke, was jetzt im nächsten Part kommen wird. Oder wenn ich mir vorstelle, was im nächsten Part kommen könnte. Macht's gut, ciao.